Röhrchen aufdrehen, in den Trichter spucken, zudrehen. Damit ist der Corona-Spucktest fast fertig. Die Probe wird noch in eine Testkassette gegeben, dann heißt es kurz warten. Die Firma Care Integral aus Schleswig-Holstein bietet einen Spucktest an, der nach ca. 15 Minuten ein Ergebnis liefern soll. Die Sensitivität liegt bei 96%, die Spezifität bei 99,78%. SARS-CoV-2-Schnelltests sollen künftig auch von Privatpersonen durchgeführt werden können. Das sieht ein Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Noch ist nicht klar, auf welche Art von Tests sich der Entwurf bezieht. Offen ist auch, ob die Tests künftig auch außerhalb von Apotheken, etwa im Lebensmitteleinzelhandel, verkauft werden sollen.